Willkommen bei Murmelaufgaben, aber diesmal Minus. Jetzt fangen wir schon mal an. Die erste Aufgabe ist 4 minus 2 gleich. Jetzt sollen wir 4 würfeln. 1, 2, 3 und 4. Und dann nehmen wir jetzt 2 weg. Jetzt gehen 2 weg. Und wie viel bleibt noch übrig? 1 und 2. Schreiben wir dann eine 2 hin. So. Jetzt gehen wir weiter. Diesmal 6 minus 3 gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt nehmen wir 3 weg. Gleich 1, 2, 3. Schreiben wir eine 3 hin. Steht hier 5 minus 3 gleich. Jetzt wollen wir 5 würfeln. 1, 2, 3, 4, 5. 5 minus 3. Jetzt nehmen wir 3 weg. 1, 2, 3. Gleich 2. So, jetzt 7 minus 2 gleich. 7, 7 Würmel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 minus 2. Jetzt nehme ich 2 weg. Gleich 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt 8 plus 8 minus 3 gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 minus 3. Jetzt nehme ich 3 weg. Jetzt zähle ich, wie viele das übrig bleiben. 1, 2, 3, 4, 5. Schreibe ich eine 5 dahin. Und jetzt 4 plus 4 minus 3. Gleich. Jetzt nehme ich 4. 1, 2, 3, 4. Minus 3. 1, 2, 3. Jetzt kommt eine 1 hin. Jetzt bleibt hier nur 1 übrig. Jetzt 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 minus 2. 1, 2. Jetzt wie viele sind übrig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und es kommt eine 7 da. Jetzt 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 minus 2.
sind zu viele. 10 minus 2. Jetzt nehme ich 2 weg. Und jetzt zähle ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Schreibe ich eine 7 dahin. Und jetzt 8 minus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 minus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich meine 3. Und 3 sind die Ägyptenaufgabe. Das waren unsere Aufgaben mit Murmeln.